hier kein Elektroroller oder sowas? Er kommt sehr leicht außer Atem. Ist das, weil wir zu viel tragen? Ich erledige also das letzte Spacer-Schiff. Was hängt denn hier rum? Aber, dass mein Tank ein Leck hat. Ich sitze fest. Und lang? Es ist wohl irgendwo in der Nähe des Athena Towers. Zoe sagt, außen am Gebäude gibt es einen Verteilerkasten. Woher auch immer sie das weiß. Okay, das ist unerwartet. Es ist nichts weiter aufgetaucht, nachdem der Kasten offline war. Die Quelle muss sich irgendwo in diesem Wohnturm befinden. Ja, das ergibt Sinn. Jetzt fällt mir wieder ein, dass es eine Meldung über Stromausfälle in den oberen Etagen gab. Oje. Bestimmt hat das damit zu tun. Das solltest du dir mal ansehen. Ich brauche Dietrich, ey. Ein Hinterhalt der System hätte fast nur eine Katastrophe. Definitiv besser als der letzte Interceptor. Wann wer verkauft Dietrich echt? Machen der hier? Willkommen bei Chunks. Bitte wähle deine Chunks. Was? Teufel auch. Schatz, wir haben Besuch. Ich setz den Kaffee auf. Oh, mein Gott. Ich stand kurz vor einem Herzinfarkt. Nicht, dass wir uns nicht freuen würden, aber ich dachte, du würdest bei Argos Extractors unter Vertrag stehen. Geht's dir gut? Teufel auch. Teufel! Constellation? Ist hier etwa irgendwo eine versteckte Kamera? Mitglied der Constellation. Ich wusste, dass du was Besonderes bist. Habe ich nicht immer gesagt, dass du zu Höherem bestimmt bist? Zu Höherem. Was ist denn das? Mütter finden doch immer, dass ihre Kinder besonders sind, aber du hattest anscheinend recht. Ist das die Mutter jetzt, oder was? Wie bitte? Das sollte ich sofort aufnehmen. Mama, du hattest recht. Aber du hast mir nicht Bescheid gesagt. Sonst wäre dein Lieblingsgericht schon längst im Ofen. Und dein Zimmer ist nicht aufgeräumt. So, wie du es verlassen hast. Ganz ruhig. Lass ihn erst mal zu Atem kommen. Bleib doch hier. Du weißt, dass du immer willkommen bist. Ich glaube, ich spinne. Wo bin ich denn hier, ey?
habe ich jetzt das Zuhause gefunden. Sandra hat sich wieder gemeldet. Sie wollen immer noch deinen Rat, oder? Ein Nein zu hören, sind sie nicht gewohnt. Bedauerst du es? Kein bisschen. Ich gehe mit gutem Gewissen schlafen. Ich glaube, ich schwimme echt. Wo bin ich hier? Ich brauche jetzt so ein Digitech. Das ist wahrscheinlich noch meine Galaktikkatze. Und das mein Zimmer. Du trägst zu viel Zeug mit dir rum. Bedien dich einfach. Kein Problem. Ja, danke, ja. Aber ich suche diesen Schlüssel, ey. Ich dachte, ich sehe dich erst in ein paar Jahren wieder. Aber da bist du. Papa steht hier. Unglaublich. Constellation. In den Geschichten wirkt sie so exotisch, so fast schon romantisch. Wie ist es da? Gefällt es dir? Die Leute sind wundervoll. Mach dir deswegen keine Sorgen. Dein ganzes Leben lang hat das Potenzial in dir auf eine Chance gewartet. Deine Nummer wurde endlich aufgerufen. Hoffentlich sind die besiedelten Systeme bereit für dich. Ich habe auch Neuigkeiten. Vor dir steht ein offizieller Ruheständler. Am Donnerstag hatte ich meinen letzten. Die Fakultät hat eine Party gegeben. Schade, dass du nicht da warst. Du hättest Torte haben können. Gut. Läuft heute Abend irgendwas? Ich will den ja sehen. Irgendwann mal. Aber ich hätte gern was Leichteres. Regina, die Präsidentin von... Schnauz und sie ich? Sie lässt mich den ganzen Bericht neu was schreiben. Denn? Weil sie der mir kleine die falschen Ashton Daten ist so lustig gegeben hat. Und einfach ich schwöre, nur ich niedlich. Lege bald alle Ämter nieder. Die ist unerträglich. Was? Worum geht es hier? Okay, hier gibt's nichts. Schade, aber haben also, die Eltern getroffen. Ganz genau. Von all den Wohnorten mag ich den hier. Ach so, das ist so ein Rundgang. Ach, schau mal an. Mikrofloater-Terrarium. Oh Mann, schade. Aber okay. So, da drin sind die, ja, im Pioneer Tower. Nun, wir brauchen jetzt einen blöden Digi-Schlüssel, Wohndistrikt. Okay, ich habe jetzt das Rätsel sozusagen gelöst, also mein persönliches Rätsel, weil ich hatte keinen Digi-Deck-Schlüssel. Allerletzter Check. Atem? Check. Okay, wir kommen hier nicht rein. Weil wir haben keinen Digitec-Schlüssel. Also brauchen wir einen, und zwar von einem Händler. Und wo gibt's einen Händler hier? Nach stundenlangem Suchen habe ich das jetzt gefunden. Man geht hier rüber.
zu dieser Bahn. Und fährt zum Raumhafen. Dann geht man hier entlang an dieser Skulptur vorbei. Geht hier rauf. Bei Vectera, bei Vectera, ich kann es nicht fassen. Bist du das? Bist du das wirklich? Captain der Frontier, Fluch der Fleet, leuchtender Stern der Constellation. Ans Recht. Welch gesegneter Tag. Für einen Moment war ich nicht sicher, ob du real oder nur wieder eine Halluzination bist. Aber jetzt, wo ich weiß, dass du es bist, welch Glück! Und beinahe wäre ich Kaffee trinken gegangen. Aber einmal gehe ich meinen Tag anders an und da bist du nun, als wäre es vorherbestimmt. Oh Mann, ey. Nicht wahr? Und wer gegen das Schicksal kämpft, wird wahrscheinlich nicht gewinnen. Obwohl, ich wette, du könntest gegen alles den Sieg davontragen, selbst gegen theoretische Konzepte. Aber warum solltest du das hier wollen? Aber es ist eine Ehre, Mann, dich kennenzulernen. Was will der Spieler von mir, ey? Hey, hättest du was dagegen, wenn ich mitkomme? Brauchst du eine Begleitung? Ach, aber was sage ich da? Natürlich brauchst du eine. Geh voran! Wenn du deiner Crew diesen riesigen Fan zuweist, okay, das machen wir schon, oder? Du wirst es nicht bereuen. Verwalte deine Crew. Entsende sie zu deinen Schiffen und Außenposten. Jedes Crewmitglied besitzt verschiedene Skills, die dein Schiff oder deine Außenposten verstärken. Okay. Riesige Fan. Ja. Zuweisen. Gut. Okay. Dann geht man hier rauf und hier drüben links ist Jameson Mercantile. Ich will vorschlagen, dass wir Geld in die Xenia. Und das ist dein Händler. Aber die Gewinnmarge rechtfertigt das nicht. Mach das. Da gehen wir jetzt mal rein. Oh Mann. Der Kunsthandel ist spannender, als man denkt. Mauli, ich... Guten Tag. Danke für deinen Besuch. Sieh dich ruhig um. Ich kann Transaktionen abwickeln. Und wenn du Fragen hast, schieß los. Sieh dich in Ruhe um. Sie hat... Schön, dass du da warst. Yo! Mann, 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 Mann. Und jetzt geht's zurück. Jameson Mercantile. Da drüben ist es. Wir fahren wieder mit der Bahn. Ist unser Auftrag da drüben?
Wer das verschlossen hat, muss etwas Wichtiges versteckt haben. Endlich, ey. Okay, wir nehmen's. Meine Leute haben sich bei der Neuverkabelung was einfallen lassen. Jetzt sollt ihr genug Saft haben, um das Programm ununterbrochen laufen lassen zu können. Also nerv mich nicht länger, ich erwarte meinen Anteil. Und schließt die verdammte Tür ab, hier soll niemand herumschnüffeln. Selbst wenn die Galbank die fehlenden Credits bemerkt, haben sie keine Spur. Sie werden es als Fehlfunktion abtun, so wie immer. Da das Geld digital ist, können sie so viel herstellen, wie sie wollen. Jo, das hat was, ha? Okay. Sonst hat nichts eine gute Waffe oder sowas? Nö. Wir hauen ab. Komm, kipp mir jetzt nur nicht um, ey. Okay, dann geben wir ihr das mal. Die Leute lästern gern über die Varun-Fanatiker. Wem geben wir es denn? Ich glaube, wir geben es besser der hier. Du hast es also gefunden. Und? Hast du was für mich? Jo. Klasse, ich lasse es vom Mast analysieren. Ich bin nicht dumm. Ich weiß, dass Zoe dir ein Angebot gemacht hat. Danke, dass du es abgelehnt hast. Und ich bin sehr froh, dass wir zusammenarbeiten konnten. Scheint so, als hätte jemand versucht, die Galbank zu hacken. Und zwar mit Erfolg. Sagst du immer noch, du hattest nichts damit zu tun, Zoe? Warum in aller Welt sollte ich das Gesetz brechen? Und dann auch noch die Galbank, mit der ich selbst Geschäfte mache. Also gut, wir werden das überprüfen. Vielleicht meldet sich jemand. Das wage ich zu bezweifeln. Wir sehen uns. Ist zwar ein Klischee, aber es ist wahr. Alles hat seinen Preis. Und ich kann ihn mir leisten.